Hallihallo. Huhu. Yay. Einen wunderschönen guten Tag. So, stimmt, wir hatten zuletzt hier die ganzen Rüstungssachen gemacht, ne? Mit Karlach. Nee, das war's nicht. Da haben wir auch noch. Armung des Vollstreckers. Schwerrüstung. My faith will guide me. Du hast schon 19. Stichschaden, Stärke, Angriffswürfe, Stärke und Nachteil bei Heimlichkeitswürfen. Magische Rüstung, jeder den Schaden wird im Zweifel ringen, hat das schon mal eine bessere Variante als ein weniger Stichschaden. Wenn aktiviert, kannst du nicht gegen deinen Willen durch den Zauber oder deine Aktion bewegt werden, bis aber bei Geschicklichkeit hat mit einem Nachteil. Ich sehe sie da schon. Dieser fetten Rüstung. Fehlt nur der Netherstein, den haben wir halt rausgenommen. Aber wir hatten doch. Knochendornstiefel. Ich dachte, wir hatten da noch Sachen hergestellt. Kaputter Höllenlichthelm. Ja, genau, die Höllenlichtsachen. Und glaube ich, hat Adamant gefertigt. Genau. So war das. Und du trägst nur mittlere Rüstung. So, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, weil ich ewig nicht mehr gespielt habe. Also wir sind jetzt... Erstmal hallihallo YouTube, wunderschönen guten Tag. Ich bin zurück mit Baldur's Gate 3. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wo ich gerade bin, weil ich habe irgendwie 3 Wochen lang nicht gespielt, um YouTube aufholen zu lassen. Deswegen muss ich mal kurz durchgucken. Schafft die 3 Nessersteine? Stimmt. Nessersstein. Kursch hat ein Angebot gemacht. Wenn wir Orin töten und ihren Nessersstein nehmen, dürfen wir die Stadt und das Ältestenkind gemeinsam mit ihm regieren. Aber doch aber schon 2 von 3 Nessersteinen. Hat einen Bündnispakt vorgeschlagen, wenn wir Orin töten. Schalte die Stahlwache aus. Gotthasch wird von den Stahlwächtern beschützt. Wir sollten herausfinden, wie wir die Stahlwache außer Betrieb setzen können. Ah, okay. Fluchig ist uns ungeheuer dankbar, dass wir sie befreit haben und die Gefahr im Mondaufgang gebannt haben. Sie und die flammende Faust werden uns zur Seite stehen, wenn wir Hilfe brauchen. Okay. Verlieren kann, der Not wird sie mit ihrer Magie beistehen. Heisin ist dankbar. Volo zu einem Verbündeten geworden. Okay. Rett den Großherzog, Mizora will uns im Lager treffen. Sie möchte einen wichtigen Vorschlag unterbreiten, der Wills Vater betrifft, Großherzog Ravengard. Oh, okay, das aber dann. Wir haben Schnibbels Becken gefunden, Schnibbels Rumpf gefunden. Nach weiteren Körperteilen suchen. Also, wir haben 2 von Schnibbels Körperteilen. Beim Basiliskentor stießen wir auf die verstörte Lora. Sie sagte, ihre Tochter Wandra sei verschwunden, als sie beiden in die erröte Nixe gewesen wären. Sie flehte uns anzuhelfen. Okay, wo die erröte Nixe ist, wissen wir noch nicht. Trafen Journalisten Estra Unruh, die uns sagte, wir würden in der nächsten Ausgabe der Gazette Baldur's Tor eine prominente Rolle spielen. Wir sollten herausfinden, was damit auf sich hat. Der Imperator hat uns gebeten, eins seiner alten Verstecke in der Taverne Elfengesang zu überprüfen. Vielleicht können wir ein paar alte Sachen gebrauchen. Gitianki-Kriegerin, Raphael den diabolischen Pakt abgelehnt haben, schlug Lesel vor, dass wir eine Möglichkeit finden, ins Haus der Hoffnung zu gelangen. Raphael muss den orphischen Hammer dort verwahren. Hafner Treffer entpuppt sich als Hinterhalt mit Doppelgänger. Sie bat uns, dass sie auf Informationen über einen alten Freund gehofft hatte, der in die Fänge des Kults geraten ist. Minsk und Raschemen. Sobald wir die Unterstadt erreichen, will sie einen anderen Weg finden, um mit ihm in Kontakt zu treten. Hänge der Grenzen, Sora will uns im Lager treffen. Wir haben erfahren, dass Gotthasch gerade zum Erzherzog Baldur's Tor genannt wird. Das könnte Karlachs Chance sein, ihn zu stellen. Ich glaube, das mit dem Stellen haben wir schon. Okay, wir haben also einiges an Quests. Oh Gott, so viel noch nicht erkundet. Koch Rover. Ja, gehen wir erstmal dahin, würde ich sagen. Wir sind jetzt nur irgendwie in den Friedhof gelaufen. Read the Gazette. How do you stay informed? This way. I don't
Oh lol, ich hab die falschen. So. Piep, 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 piep. So, wir wollten hier direkt rechts rum, ne? Oder? Bin ich doof? Ey, ich bin zu früh abgebogen. Breathe deep and move. Boah, das ist ein bisschen ruckelig hier. Wer bist denn du? Hallo. The service here is worse than ever. What do you have to do to get a drink around here? Okay. Achso, nicht wundern, dass ich die Sachen so groß gestellt habe. Das könnte ich vielleicht noch wieder rückgängig machen. Weil ich habe mit meiner Freundin letztens auf dem Fernseher gespielt. Ist das unter Interface? Ja. Wir können irgendwie dahin gehen, glaube ich. Jetzt ist, glaube ich, die fast die normale Größe. Wer bist denn du? Tears balls. Just lost the best job I ever had. Easy work in the upper city. But you don't care. And why should you? Sorry, I said anything. Er ist zumindest einsichtig, ne? Moment, dich campert doch. Oder bist du einfach ein Klon? On days like this, I miss the forest. I used to scamper amongst my woodland friends, if you can believe it. Here, not a squirrel in sight. Ich zweifle irgendwie, dass es hier keine Eichhörnchen gibt. An den Städten, die ich kenne, gibt's Eichhörnchen. I wonder if any of these rooms are available to rent. Okay. Huch. Darf ich wohl nicht einfach so rein. Oh, hallo. We all come traveler. Remember, this ain't the blushing mermaid. It's the elf song. So behave yourself. Sorgt ihr sicherlich für Sicherheit? Droht mir nicht? Ja, sorgt ihr sicherlich für Sicherheit. That's right. And a lonely job it is too. When you're the muscle. Thinks about your heart. Oh. Jetzt solltet ihr euch nach anderer Arbeit, könnt ihr singen, da werden sie auch immer baden. Very funny. Go on inside, they're looking for comedians. Okay, das fand sie nicht so lustig. Ja gut. Wo gehst du jetzt rein? Nicht die Tür zu machen. Wait. Probably best if I keep a low profile. They used to know me. You talk about the honor of your order, but what about my honor? I made a deal. Warum sitzt sie nicht mehr? If you want to join the Vigilant Knights, you have to quit beating people up. Ich hab doch gerade noch gesessen. Was wir zusammengeschlagen werden, das kann ich machen. I'm supposed to bust up this guy what owes money to Uktar of the Guild, but Gerva says if I want to join her order, that's a no-go. But I already took the money for it from Uktar, so I gotta follow through. It's like an oath or something. And I know you understand oaths, Gerva. What am I going to tell the Vigilant Knights, Doug? That you're knee-breaking for goodness? Ja. Wenn er einem Orden von Helm beitreten will, sollte Stuck sofort mit den Kniebrechen aufhören, denke ich. Wenn Stuck schon für bezahlt wurde, muss er das durchziehen. Wisst ihr was, Stuck? Gebt mir das Geld, das ihr von Okta bekommen habt, dann seid ihr fein raus. Helm's Gaze, you sound like a guild lawyer. You must think I'm pretty dumb. And maybe I am. Because I'm going back to return Oktar's money. Don't wait up, Irva. Might take me a while to crawl back home with two busted knees. Oh shit. Aber warum? Warum ist denn der Rucksack nicht als stehen markiert? Also weil er leer ist, lol. Du siehst special aus. Bombasto, bist ja auch, das ist ja auch mein Name, ey. I sure wouldn't want to be one of the Flaming Fists. They got the shittiest job in town. Believe me, I know something about knocking heads together. Du siehst nicht aus wie ein Monk, du siehst tatsächlich aus wie ein Barbar.
Stufe 5. Dame Jizar. From one warrior to another, I must say, it's just embarrassing the way the Flaming Fist lets this murderer go around killing people and getting away with it. Die Faust ist aufkömmlich gewachsen, ist die Faust ist nur gut in Niederschlag und Aufständen nachforschen können nicht zu ihrer Stärke. Ich denke, dass die Fäuste der aufkömmlich gewachsen sind. They used to be capable enough, but they've gotten slow and lazy. Corruption makes you soft. Wenn ihre besten Erkenntnisse ist, würden sie sicher gerne hören. Wie würdet ihr vorgehen? I'd start a special crime unit. A half dozen hard cases. Grab some likely losers in the back alleys and beat on them until we got some answers. Commander Port here says she already has some investigator she trusts. Soft-talking namby-pambies, I'd wager. Aha. When they fail, and they will, count on it. She knows where to find Dame Gizarm. And then, it'll be my turn. What the fuck? Wo gehörst du denn dazu? Zu welcher Truppe? Your Excellence? Your Eminence? Another spill. And to think I used to like the smell. Still here, stranger? Me too. Not yet ready to face up to what I have to do, I guess. Warum stehen die immer? Warum kann ich die nicht am Tisch ansprechen? Just one more stug, and then we'll go. See you, stranger. So, Olorik Witzfreund, das hört sich gut an. Hello, old friend. Oh, so I assume I used to know everybody around town. Now I'm a new man. Was soll das denn heißen? Wer wart ihr, als ihr noch ein alter Mann wart? A worried man, a playwright who'd lost the will to write. Now I worry no more. Can't write a word? What does it matter? Ja, wenn du ein Dramaturg bist, dann lebst du doch davon, Sachen zu schreiben. Na gut, und das bei euch hier? Oh, die Ohren. Ohren Ona, Wildra Klunkerfund. Warum heißt du Ohren? That puffed up parvenu, Gortash, an Archduke. However did they find a crown big enough for his head? Ja, du magst ihn nicht. Archduke? Lord Gortash is a trifle young for that, don't you think? Not that anyone cares what you think, or me for that matter. Herzog, also mit einem gewissen Zeit erst. Eigentlich. Oh, ihr spielt Karten. Ich will mit Karten spielen. Just between us, I don't believe everything I hear from Director. Sorry. Archduke Gortash. Okay. He's entirely too slick to be trustworthy. Ihr mögt ihn alle nicht. Hey, ich will mit Karten spielen. If it were up to me, I'd replace all the Flaming Fists with Steel Watchers. At least the big teapots don't make lewd suggestions when you pass by. Mm-hmm. They smell better too. Okay, die hat einfach ein Sexismusproblem mit den Flammenfäusten. Wer bist denn du? Hallo. Du verbuggt? Du bist wohl verbuggt. Gast. Das darin brauche ich jetzt nicht reden. Gast. Gibt's noch Gästi-Mesti? Oder kann ich mal mit den Fäusten reden? Reden die mit der Frau. Hallo. Halt, Civi. Turn back. This is an active crime scene. What? Hold on, Thorneil. I'm tired of standing here. Devella's been up there for ages. Some diversion would be welcome. Ah, Ermittlerin Valeria sagt, ich soll mit Wachtmeisterin Devella sprechen. Constable Devella said she wasn't to be...
Investigator Valeria outranks her. As you were, Civi. Fair warning, though. She's in a foul mood. Mm-hmm. Nice. Dann gucken wir doch mal hoch. Du-du-du-du. Stumbling's Parlor. A place to receive clients and informants. I wonder if it's as I remember it. I wonder if any of these rooms are available to rent. Juhu! Geht denn hier ab? Oh, bollocks! I told those idiots not to let anyone through! Ich darf. You! Name, rank and reason for interrupting an active crime scene. For your sake, the last one better be bloody good. Seid ihr Devella? Valeria schickt mich. Würde ich sagen. To fetch her another bottle of mead, no doubt. Nope. Yes, I'm Devella, the unfortunate colleague. Unless you've got useful information, leave me to my work. Duke Stalmane's dead, and I've got to find who killed her. Ja, da hatte ich doch was. Liste von Mordopfern Berichten, die du gefunden hast. Es geht weiter aus mehr als ein Mord an Stalmane, nachdem Bar selbst jetzt involviert ist. Ich würde dir einfach mal die Liste zeigen. Oder berichten. That's it. Proof that I was right. I've been working on an assignment, see? A research project of sorts. I knew my conclusions were sound. But this... I never expected this. I'll tell you what I know. A century ago, there was a man. Saravok Anchev. He was a child of the god of murder, Baal. He ruled the Iron Throne. A dark tower hiding a darker secret. It was the front for a deadly arms dealing network. Hmm. There, Saravok amassed an army and sought to become a god. Under his stewardship, the Baal Temple was revived. And with it, the Baal cult itself. Fortunately, the temple was destroyed. And to cleanse the city of Saravok's memory, the Iron Throne was torn from its foundations and cast into the Cheonthar. Okay. That was the end of it. But cults like that don't disappear overnight. That list you spoke of confirms I'm right. The Baal cult is back. And someone is out there, continuing Saravok's work. Warum glaubt ihr nicht, dass es Saravok selbst ist? Wisst ihr, wer das sein könnte? Ihr sagtet, dass Saravok vor 100 Jahren der Anführer der Kultisten war. Es kann doch möglich noch am Leben sein. Er kann doch unmöglich noch am Leben sein. Ihr habt vollkommen recht. Ich habe eigene Gründe der Annahme, dass einen Anstieg an baalischen Aktivitäten gibt. Warum glaubt ihr, dass es nicht Saravok selbst ist? I've not ruled out the possibility that it is Saravok himself. The brutality of the killings is certainly reminiscent of his work. But there's something more here. Something new. There's a reference to these murders. A certain flair. Nachahmer Flair. It's as if they were done in worship. The precision of the cuts. The depth, the execution. The best butchers in Faerûn couldn't make a cut like that. Trust me, I've asked them. I tried to explain all this to my superiors, but they wouldn't have any of it. They told me to drop it. Told me the city doesn't need another conspiracy theorist and to get back to doing my job before they find someone else to do it for me. Die Vorgesetzten sind ganz schön beschissen. You? You're not bound by such constraints. Oh, help me out here. Help the city out. I bet if you follow the trail of these murders, you'll be able to unearth the truth of this resurgence. Nice, neue Quest. Was ist mit den anderen Opfern auf der Liste, denen, die noch leben? There are patriarchs on the murder target list. I'm oathbound to secure them first, so I'll be heading to the upper city next. While I'm there, the other potential victims will be at risk. Could you warn them? Okay, das wird spannend.
Ich würde alle beschützen, nicht nur die Leute der Oberstadt. Mal sehen, was ich tun kann. Das ist eure Aufgabe, nicht mein Problem. Ich würde alle beschützen, nicht nur die Leute der Oberstadt. Not from round here, are you? We're in Baldur's Gate. This is just how things work. Das ist ganz schön beschissen, wie how things work. Mal sehen, was ich tun kann. Thank you. That's all I can ask. And more than I hoped. Once I'm done with the Patriarchs, I'll head to Basilisk Gate to have another go at convincing my superiors to put some resources into this matter. Hm. Meet me there, if you've anything more to report. And good luck. Okay, sie geht also zu Dingensbummens zurück. Riecht zum Mord an Stalemane. Aufreizung Berlin Stalemane, Privatraum in der oberen Taverne, Todesursache mutmaßlich Blutverlust, Beobachtung Ritualmord, rechte Hand fehlt, Zauber abgetrennt, vermutlich vor dem Tod, Zeichen der Abt. Routen auf dem Boden, leere Flasche kürzlich geleert, vielleicht Gift. Motiv vermutlich Ballistenritual, sagt das aber nicht Valeria, Verdächtige. Aufheben. Blutiger Siegerring. Ist einfach nur ein Siegerring. Granatring wurde die wir verpoliert, der Ring ist so abgetragen, dass er schon richtig dünn ist. Mordkarte. Was ist denn hier? Eine Mordkarte? Lesen. Stadtplan weist eine gewinnsame Markierung, einen Mordschauplatz, in dem die Opfer grotesken Szene gesetzt wurden. Okay, untersucht die Morde. Bank ist leer. Weggeworfene Weinflasche. Okay. Haben also einen vergifteten Wein. Okay, das ist natürlich ungünstig. In den Raum komme ich nicht rein, so einfach. Da hat die Stimme was gesagt. Das heißt, ich müsste hier den Raum mieten. Wo geht's denn hier eigentlich noch hin? Oh, hier geht's raus. Zu noch ein paar anderen Gästen. Warum ist die Tür zu, wenn hier Gäste sind? Kann doch mit Tieren reden, ne? Hallo. Servant, would you kill those rats, please? Their presence vexes me. Mm-hmm. Pardon me, sir. You look prosperous. What? I'll bet you have someone who'd like a nice piece of jewelry. A discount price. For a good cause. What? Wieso das? You discounted. Was für ein guter Zweck? Escape. Escape from Baldur's Gate for my husband and me. Lord Gortash wants Marek's head, so we have to get out. There's a smuggler's sloop leaving for Waterdeep with two berths left. But the captain wants a fortune for him. This necklace is all I have. Ich könnte ihr einfach 200 Gold so geben. Ich glaube, die Situation hier wird sich bald ändern, ihr sollt bleiben. Yeah. I don't know what to say. Viel Spaß. Except thank you. Thank you so much. Behalt die Kette. Wer bist du? Drink up, Blas. We're celebrating. If you won't drink with me, I bet this stranger will. Right, stranger? Was feiert ihr denn? I'm Clovia Throaks, pleased to meet you. Our son Gaspar has finally found himself a proper... Wow. Das ist die Feier. Security at the Steel Watch Foundry. But I still wish he'd taken up the family business. Now, Blas, you know Gaspar never had the patience for all the stitching a tailor has to do.
Ich habe einen Schneider geheiratet, sowas bin ich nicht gereicht. Das ist gute, ehrliche Arbeit. Sewing rabbit skin cloaks. Well, that's all right for some, I guess, but not for our Gasper. No, our Gasper preferred hanging around the guild hall. I was afraid he was going to end up as a guild bone breaker. Good thing I introduced him to darling Tamia Holst. She straightened Gasper out, found him a place in the foundry. Okay, die suchen also noch Leute, die die Stahlwache-Herstellung. Was würdet ihr Tamia verehren? Steht ihr euch nah? Ihr seid Blas, richtig? Ist es euch ernst, Keucher, euren Betrieb aufzunehmen? Klingt, als würdet ihr Tamia verehren. Steht ihr euch nah? Perceptive one, aren't you? Blas. Plum bubbles may have gone to my head, but I guess it's time to tell you. I'm leaving you. I'm starting a new life with Tamia. Oh, shit. I'm going to sell the business. The money we used to start it was mine in the first place. I'm afraid that's it for throats for cloaks. Oh, dear. The bottle's empty. Let's have another and talk about it. Holy shit, ist die Scheiße. I think I need to take a walk. In a minute. Do you address an Archduke? Your Excellence? Okay. Gortash, Archduke of Baldur's Gate. I hear he's moved into the penthouse at Worms Rock. That place must cost a fortune. Oh, man kriegt's einfach gestellt. Trüffelsmith. Hallo. A new Archduke? Fancy. Never had one of them before. Gut, dann rede ich jetzt mit dir. Hey! Nicht hin in die Bar. Do you address an Archduke? Oi, oi. Pull up a seat. If you can find one spare, that is. Da sind noch einige frei. So eine Unterkunft. I tell you what. The murder upstairs has brought some punters, but it's also really spooked folk out of renting rooms. If we get you staying up there, perhaps folk will calm down and realize there's nothing to worry about. You can have the whole upstairs floor until this killer thing blows over. Nett. Warum glaubt ihr, dass er so schnell kein Thema sein wird? Vielleicht könnte ich einen Rabatt auf die Unterkunft erhalten. Charity! In Baldur's Gate! Good one. Ihr verlangt 200 Gold für ein Nachtlager neben dem Schauplatz eines Mordes. Ernsthaft. Up. 20. Ganz spannend. Keep your voice down about the bloody murderers. Top floor's all yours. If it gets a bit too noisy at night, well, don't sleep above a pub. Eine warme Mahlzeit. Kalach ist inspiriert. Das ist ja nice. Kalach kriegt einfach dafür, dass wir jetzt das zum Stehen. Wieso hat der eine Axt in der Küche? Jo, servus. Damn rats. Oi, you. I thought I asked you to clean the rats out of this cellar yesterday already. Hop to it. Get in there. Ich sage ihm mal, dass sein Name auf der Liste von Mord auf uns steht. No, I need them rats taken care of. Here's the deal. I'll keep a lookout for murderers. You murder the rats. Du hast eine Zweihandaxt. Mach's doch selber. Okay, dann gehen wir halt jetzt Ratten töten. Wer bist denn du? Du bist die andere Katze, oder? Look, Tambourine. A servant comes to help us. Oh, kill those rats, would you? When they're dead, the other servants will feed us. Oh, Mann. Die Katzen sind nicht so nicht hilfreich. The cellars are just down the stairs. There you'll find my old lodgings. Kann aber nicht rein. Ich darf die Tür nicht aktivieren. Warte, ich muss die Holztreppe anklicken. Hallo, I guess?
tormented. Over here. So, du kannst doch dahin und du hast doch dann so ein AOE. Swing it, bing it. Incoming. Machen wir noch mal den. Let's finish this. Wie viel haben wir davon noch? 4 haben wir nur noch eigentlich. Wenn wir das machen, machen wir eine Stufe 3, Stufe 4 Variante. Also ein bisschen viel, oder? Aber wir haben sonst keinen AOE. Huch! Was ist denn Dinge? Where do I go from here? Ops! Ey, ihr sterbt alle, wenn ihr dort in sie reinlauft. Ihr macht alle Spurten. Und sogar noch Biss. Schweinerei. Wären wir krank, wenn sie uns beißen würden? So, oh, das darf ich jetzt nicht mehr. Oh, das ist schlecht. Dann kann ich pro Runde nur 2 mit ihr platt machen. Aber sie haben keine Absatzangriffe. Weinregalen. Gibt es irgendwas, die hier alle auf dem Haufen sind? So, wir haben die Ratten gekillt. Die nur jene kennen, die Geschäft machen. Ah, Knopf. Aha. Das alte Versteck des Imperators aufsuchen. Was geht hier sonst noch ab? Zerlegtes Schwein. Ist doch safe essbar. Schweinekopf, zerlegtes Schwein, Schweinelende, Schweineschulter. Sehr schön, das ist also den ganzen Quatsch. Ans Lager senden, damit wir es nicht mit uns rumschleppen, weil es so schwer ist. Here we go. So. Das ist auch wieder was fürs Lager. Damit wir genug zu süffeln haben. Und hier ist nichts. Okay, und hier ist dann das typische, es geht durchs Weinfass weiter. Hallo. Ist sogar irgendein Wappen oben dran. Ein Wappen der Allsehenden oder sowas? Ich muss mal kurz zum Lager zurück. Und unsere Gedjanki-Tante mitnehmen, wenn hier Gedjanki rumrennen. Vorräte, Nahrungssuche gehört zum Servierenden. In der Vergangenheit an, um Lagervorräte zum Rasten zu kaufen, brauchst du dich nur zur Klappe des Speiseaufzugs begeben. Aha. Oh. Hallo, Räubchen. Moment, wer bist denn du? I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients and I'm gonna make something really good, I promise. Stimmt, da war was mit dir. Ich erinnere mich Please, dran.
Don't look at me. Soll ich dich nicht kraulen? Oh. Wo ist ein Kratzer hin, wenn wir jetzt hier hängen? Das ist ein cooles Lied, by the way. Keeping very well, I hope. Du brennst vor dich hin, hier. Blech. Wen lassen wir denn jetzt hier? Jetzt an Astarion? Vielleicht lassen wir erstmal kurz Astarion hier. Gott, this is the first time in 200 years I've seen these streets in the sunlight. You can forget just how much color there is in the world. Alles in Ordnung? Yes, of course. Ali Luxan. Obviously. Sorry, did you want something? Ja. Bleib mal im Lager. Darling, I'm hurt. I thought we had... Ja, ja. Bleib einfach hier. So, ich will nämlich Lesel dabei haben jetzt. This is the city proper, is it? Und guten Morgen, Sun. I didn't expect it to be so outrageously... ordinary. Lesel? Kommt doch in meine Gruppe. So, also das ist ein Level. Du hast ein paar Level nicht bekommen, kann das sein? Ah, ne, nur eins. Glaube ich. Unterklassenmerkmal, bessere Kampfüberlegenheit. Die Größe deines Überlegenheitswürfels wird auf 1W10 erhöht. Passivwerte Manöver. Schlag des Befehlshaber, Doppelschlag, schwing deine Waffe rasch in einem weiteren Bogen und greife mehrere Gegner zugleich an, ermittle den Schaden mit deinem Gelegenheitswürfel. Das ist die einzige, die ich nie raus aus der Party rausnehme. Ich finde sie unfassbar anstrengend. Gelegenheitswürfel und zu einer jetzigen Schadensbewirkung und ziehe die Möglichkeit umgestoßen, dass es liegend ist. Post, für eine feindliche gesinnte Kreatur, die dich in der Nahkampf verfehlt, kannst du einen Überlegenheitswürfel nutzen, mächtigen Schlag zur Antwort zu einer jetzigen Schaden zu machen. Sammeln. Um einen Verbündeten 8 temporäre Trefferpunkte zu gewähren und seine Entschlossenheit zu erhöhen. Verängstigt ist ziemlich nice. Um Angriff auszuführen, dazu ähnlich den Schaden, wählt beim Treffer aus, welche freundlich gesinnte Kreatur die Hälfte ihrer Bewegungsrate als Bonus erhält. Sie provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Provozierender Angriff, nehme ich nochmal. Spiel ohne Riposte, ja. Spiel dafür mit Wächter auf Kalach. Was auch ziemlich nice ist. Moment, hier ist noch. What? Was ist denn hier meine Distanzwaffe? Haben wir nicht bei irgendjemand noch eine Distanzwaffe übrig? Halt da. Ja, ich könnte mit Riposte und Wächter spielen, aber mache ich nicht. Du hast es, glaube ich, nicht. Und du siehst mir auch nicht danach aus, dass du jetzt noch eine krasse Distanzwaffe hast. Aber einen Ring könnten wir ihr noch geben. Sie hat nur einen Ring. Kann nicht schockiert werden. Hier, wenigstens sowas. Du hast auch noch keinen Dingensbummens. Kein... Ja, Dingensbummens trifft es, glaube ich, sehr genau. Hier haben wir noch eine stärkere Variante. Wobei, das können wir eigentlich tauschen, glaube ich, dann. Ihr sollt wirklich tauschen. Weil ich finde, das passt besser zu ihr. Du kannst dieses Skelettding tragen, da ist kein Problem dabei. Aber ich habe gerade keine Fernkampfwaffe mehr dabei. Wenn ich das so sehe. Das ist ein Einhandhammer mit 7 bis 14 Schaden, ne? Das ist aber ein Zweihandhammer. 10 bis 23. 10 bis 26? What? Warum hast du den nicht? Wenn der besser ist. Wenn der 10 bis 26 macht, statt 9 bis 24. Lul. Das ist der Leichenschild, das ist das Cathex Thorns Hammer, ne? Ich erinnere mich dunkel daran. So, eigentlich wollte ich gucken, ob du noch was Besseres hast. 8 bis 13, 7 bis 14. 8 bis 17. Langschwert.
Jo. Das sieht auch schick aus. 8 bis 18, das ist aber ein Zweihand-Großes Schwert. Und der Clownhammer. Nicht gewollte Meister, die Panzerhandschuhe. Rettungswürfe, verdirbt absolut. Wenn man nachher bewirkst, so möglicherweise ein Malerschein, die 4 auf Angriff. Rettungswürfe, das ist die Fingerfertigkeit. Angriffen. Rettungswürfe, Stärke. Machen wir das auch mal dahin. Ich glaube, sonst haben wir. Nahkampfangriffe im Futter, wenn ein zweiter Maggie umzingelt ist. Oh, da sehe ich dich. Bei einem provozierenden Ding. So. Let's move. Und jetzt verlassen wir mal das Lager, weil wir hatten ja jetzt gerade hier das Thema, wir sind hier in so ein Versteck gegangen und haben Gedjanki gesehen. Deswegen speichern wir mal kurz und wir gucken mal, ob wir jetzt einfach mit denen reden können. Werdet sie los, war der Auftrag. Hallo. It seems your report was good, Wawargaz. Glad you could join us, Lozell. What? I'm told you carry an artifact most cherished. Tell me, Lozell of Kalir, what reward do you think the Astral Prison will fetch once I pluck it from your corpse and present it to Vlakith? Oh. Die sind nicht so nett. What riches will the Undying Queen grant me when I hand her the failed prince? Stand down. It is on our queen's sacred order that I keep the prism close. The Undying Queen cares not for who delivers her the prism and the traitor prince within. Sie ist auf unserer Seite, Lisa. All that matters is that it is delivered. The false heir's head will make a fine trophy for Vlakith. As for you, I will leave nothing behind but meat and shattered bone. Der wahre Prinz hat gesagt, ihr werdet ihn nicht bekommen. Damnable whelp. For a thousand years I have given my life to Vlakith. I will deliver to her the Prince of the Comet. She shall exalt me. The Gish will record my great deed in slate. Du bist verblendete Vollidiotin. Okay. Das ist ungünstig. Ölte Verkleinerung. Unangenehm. Oh oh, doppelt unangenehm. Präsenz des Eroberers bei Lysel benutzen. Lysel hat einen Sitzenbruch für einen Rettungswurf. Okay, was? Und 17 für einen Rettungswurf unwirksam. Wenn der Rettungswurf scheitert, kannst du erneut würfeln und stattdessen das neue Ergebnis verwenden. Ja, dann. Lol, ich durfte einen Absatzangriff machen. What? Unterworfen. Oh. Das ist ja ekelhaft. Kommt das von dir? Paladin der Vlakith. Hä, immobil verängstigt. Jetzt habe ich den Charge halt nicht mehr, ne? Immobil verängstigt. Moment, großer Hieb. Knallt deine Waffe auf den Boden, dass der Gegner in der Nähe Schall nicht möglich. Einschüchtern auftreten, würfen im Vorteil. Ja, konnte ich wohl nicht. Achso, ich darf den nicht angreifen, weil ich verängstigt bin. Ach, dammit, Mann, das ist doch alles scheiße. Immobil verängstigt. Jetzt mal das. Wenn ich das eh nichts machen kann. Das ist ja richtig Mist. Du hast Gedankendiebverbindung. Was macht das denn jetzt schon wieder? Das Gefühl, ich kriege das ganz schön ins Gesicht. Und gelähmt auch noch, ja klar. Und da kommen neue Leute dazu. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hier hoch darf ich nicht casten, weil es zieht aus Sichtweite. Ich darf nur hier hin casten.
Jetzt habe ich hier Telekinese. Wenn eine Kreatur einen Gegenstand mit reiner Gedankenkraft 18 Meter weit einmal pro Zug kannst du Telekinese einsetzen, ohne einen Zauberplatz zu benutzen. Oh, oder einen Zauberplatz zu benutzen. Das kostet aber eine Aktion. Mit einmal pro Zug. Ich kann aber die ganze Zeit rumtelekinesen? Oh, damn it. Aber ich glaube, ich sollte den hier verlangsamen, der hier drin ist. Können wir dich auch noch verlangsamen und dich. Und hier aus der Sichtweite. Verdammt. Kann ich hier verlangsamen sinnvoll? Kann ich dich noch verlangsamen und dich? Und dich? Soll ich dich jetzt hier oben. Mich verarschen, als ob ich dich hier oben jetzt nicht mehr sehe. Ach Mann, das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich fertig. Dann halt doch so. So, verstecken wir uns hier hinter der Ecke, dass wir uns hoffentlich nicht anschießen können. Person beherrschen. Das können sie schon noch. Sie ist außer Sichtweite, logischerweise. Könnt ihr hier Person beherrschen machen? Oder ich mache halt wieder das Typische. Halt. Das Richtige genommen? Ja, Schutzgeister. Stufe 4. Dann könnten wir eigentlich auch noch eine Stufe 5 Waffe casten. Die kriegen wir aber nicht hier hoch, ne? Doch, die kriegen wir hier hoch. So, schüss nochmal ihn ein bisschen. Dass aber mehr kommen, ist echt ein bisschen bitter. Rettungswurf gelungen, Blindheit. Das finde ich schon mal gut. Oh. Hau sie! Au. Au. Ja, Concentration. Die haben alle getroffen, ne? Die haben um die Ecke geschossen. Alter. Ich glaube nicht, dass ich die schaffe. Holy shit, haben die gerade Damage verursacht. Aber ich jetzt? Ich bin immer noch verängstigt. Also es ist halt Karlach von Anfang an verängstigt. Das ist halt ein großes Problem. Also... Fuck. Impressive resistance, but futile. Ich habe das Gefühl, ich kriege ein bisschen sehr ins Gesicht. Ja, aber meine Concentration ist verkackt. Okay, ich bin wieder stets mit Business den Debuffs aktuell ganz gut, aber... LOL! Ja, genau. Natürlich. Tänzelnde Beinarbeit, das ist Laser jetzt. Provozierende Angriffe, Nahkampfangriff. Wo den Gegner nur dich angreift. Das ist bei Angriffswurf im Nachteil. Ich bin aber auch schon im Nachteil, weil ich verängstigt bin. Heulen der Tod und manchmal heulen aus, dass alle Kreaturen in der Nähe betäubt. Ich meine eigene betäuben. Nicht so smart. Bedrohlicher Nahkampfangriff. Schade. Pariert?
What? Dass man einfach null Damage man parieren kann? Um 20 zu verringern. Mhm. Okay. Alles klar. Hallo? Ist darf ich nicht mehr oder was? Bedrohliche Nahkampfangriffe oder geht nicht? Ach man, ist das Spiel buggy. Ich darf nur einen normalen Angriff machen. Ich weiß nicht warum, aber ich darf nur einen normalen Angriff machen. Ich darf keinen extra Angriff machen. Leider. Leider Gottes darf ich nicht. Die Bedrohung braucht auch noch eine Bonusaktion. Du hattest nur eine. Okay, dann. Aber dann war es mal ausgekraut sonst unten, wenn ich das nicht machen darf. Deswegen dachte ich eigentlich, ich hätte da noch eine Option, aber anscheinend nicht. Da muss man jede Menge Einser-Zauber noch. Wir werden aber bei dir erstmal was trinken müssen. Können wir das auf dich casten? Nicht genug Bewegungsrate, schade. Hierdurch darf ich nicht. Das Geschoss ist ein Zauber. Das wollen wir, glaube ich, nicht. Außer wir heilen vielleicht eine Runde. Achso, das ist kein heilendes Wort. Ja. Göttliche Führung. Machen wir es so. Heading there. Das ist mir im Gedankenraum, weiß ja nicht genau, was das bedeutet. Ist der Hunger von Hadar noch läuft, finde ich gut. Oh, da ist auch das Tor zu jetzt. Okay, da ist irgendwas gesprungen. Keine Ahnung wohin. Wieder verängstigt. Ach, du gehst mir so auf den Sack, weißt du das? Gehst mir so auf den Sack mit deinem Verängstigt. In Vlakith's Name. Noch eine Gedankendieb-Verbindung. Ich weiß nicht genau, was das macht. Abgeschöpft, leidet ein Malus von minus 2 Rüstungsklasse und ist durch physischen Schaden verwundbar. Aha. Das ist natürlich unangenehm. Ist auch noch jemand blind, ey. Aber ich habe doch einen komplett neuen Zug gemacht sogar. Wächter. Pariert. Aber da sind noch 4 durchgekommen zumindest. So, wir wollten jetzt erstmal alle auf dich gehen. Aber jetzt könnte ich das tatsächlich machen, Leute. Mach meinen eigenen aber immer noch. So, Crit. Was willst du jetzt von unseren Leuten? Pariert. Moment, nochmal. Machen wir hier noch ein Niederstrecken. Genommen, Batz. Hätte man ja das machen sollen zuerst. Mach mal kurz Passivwerte. Ich will, glaube ich, jetzt nicht mehr wegschieben. Ich den hier mal. Schade. Hat er noch überlebt. Unangenehm. Null. Aua! Aua, Alter. Konzentration verloren. Ja.
Ich weiß gar nicht, was das ist. Hast du nicht noch einen besseren Trank? Was ist noch einen besseren Trank? Getränk-Color. So. Hau sie kaputt. Und jetzt gehen wir mal hier noch ran. Und hauen den nächsten kaputt, würde ich sagen. Das Ding ist immer noch an. Ich weiß nicht, wie ich mich da rankommen soll. Sammeln. Ah, das gibt. Was? What? Aua! Jetzt sind wir alle weg. Ach, das ist nur verängstigt, wenn es auch Damage macht, kann das sein? Ach, dammit. Waffe am Boden. Gedanken, die Verbindung ist damit weg. Okay. Damit, wenn man überlegen kann, könnte ich aus der Reichweite kommen. Jetzt habe ich das hier wieder an mit dem Rumschieben. Gesammelt ist weg. Den habe ich leider nicht getroffen. Fast. 30%. 25%. Yes! Please! Dann lieber 75%. Hat da nicht funktioniert. Mich hier hinstellen. Ja, du kannst wieder nicht runterfliegen, ne? Das ist wieder das Problem. Du kannst nicht hier runterfliegen. Ach, diese Kacke, ne? Mit dem Ding. Hier geblieben. Du darfst doch nicht laufen, wenn die dich haut. Ja, hauen wir mal. Und haben wir nochmal. So, haben wir wieder ein weniger. Hopp. Du warst, oder warst eine Nahkämpferin? Ups. Guck mal, nächste Fernkämpfer runtergerannt. Ich mag diese Action-Ökonomie nicht, bin ich ehrlich. Aua! Aua! Oh mein Gott. Feuer gegen sie ist nicht so effektiv. Also die hauen ordentlich zu. Wird eine schwierige Runde. Vor allem, da ich mit vielen Leuten kaum noch Zauber habe. Mit dem Knauf kann ich nicht mehr. Fesselnder Schlag der Waldmeid. Nehmen wir doch das als erstes. Ah, da treffen wir aber nicht. Ah doch. Oh, der darf nicht mehr parieren. Das ist doch gut, wenn er jetzt gefesselt ist. Provozierender Nahkampfangriff. Fehlschlag. Ach, come on. Nee, Stoßangriff will ich nicht. Und Waffe hat er, glaube ich, am Boden. 70%. Doppelt verfehlt. Ach, come on, ey. Das will ich, glaube ich, wieder nicht wegschieben. Strahle Übelkeit. Gift versprühen. Gift versprühen, darf ich einfach so?
Oh, da muss ich hinlaufen. Habe ich einen echt kurzen Reichweite. 75%, einer von drei. Okay, cool. Okay, cool. 51 hat echt nicht viel. Göttlicher Schlaggift. Puff. Wir beschwören mal das Abbild noch, um Karlach hier Vorteile zu geben. Kommt alle langsam runter, aber... Ach, shit. Kannst du jetzt da runterfliegen? Du kannst. Zumindest ein bisschen weiter runter. Nächste Runde kannst du vielleicht sogar angreifen. Ist das noch aktiv? Du hast, glaube ich, keinen guten Heilpot mehr. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay. Seid ihr feuerresistent? Ist ja psionisch angreifbar. Psionisch angreifbar habe ich leider nicht. Erbe von Avernus nicht so viel gemacht, wie ich gehofft hatte. Mein Abbild! Der haut jetzt halt mit blanken Fäusten zu. Okay, das. Jetzt ist hier das komische Portal auch weg. Du rennst in komische Richtungen. Okay, machen sie zumindest nicht auf uns. Aua. Dreiunddreißig? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Werfen? There goes nothing. Holy shit. To keep going. My faith will protect me. Ja, immer noch. Ja, halt, trifft halt nicht ohne Zauber. Sie hat fast keine Zauberplätze mehr. So, um auf dich zu gehen. Fehlschlag. Das ist sehr ungünstig. Achso, ich habe es nur. Ich könnte mal da hoch Nebelschritten auf dich, oder? Got it. Oh. Das war nicht so gut zu erkennen. Dass ich da noch laufen muss für. Gehen wir mal auf den komischen Magier hier, nämlich. Der mir auf den Sack geht. Aua. Hätte mich nicht anbieten sollen. Aua. Aua. Boah, jetzt auch noch Blutung. Das ist jetzt doppelt schlecht. Also, dass sie mit relativ viel. Ich hätte die Flasche dahin werfen sollen. Oh no. Ich habe das Gefühl, ich brauche ja alle Zauberplätze, die ich habe und nicht irgendwie nur so drei. Ach, come on.
machst du denn? Lebender Strahl. Ich würde den halt gerne mal tot kriegen, aber ich krieg den irgendwie nicht tot. Der ist sogar verängstigt, ey. Oh, die sind die mächtig. Achso, jetzt ist der Typ abgehauen, den ich hier verprügelt habe die ganze Zeit, oder was? Och, dammit. Wie viele 70%iger hier einfach kaputt gehen, ey. Oh, scheiße. War ja pariert. Pariert am Arsch. Der macht nicht mehr viel, aber alle anderen machen halt echt noch viel. Aua. Also du bist plus zwei. Und die machen einfach den mit weg. Das ist ein bisschen unangenehm. Und geschockt trifft welche ist auch noch? Alter Schwede. Ja, ich sehe irgendwie nicht, dass ich a little help machen kann. Der ist verängstigt. Der hat viele Angriffe. Der hat viele Angriffe. Kannst dich nur selber heilen, glaube ich. Und das war's mal wieder. Bin nicht überzeugt von dem Kampf hier. Das Game ist auch schwer, wenn man nicht alles metagamed. Tatsächlich finde ich auch, dass das Game schwer ist, wenn man das nicht in einer krassen Metagame, sondern in einer Rollenspielvariante spielt. Und ich spiele erst auf der mittleren Schwierigkeitsgrad. Bin aber auch nicht gut vorbereitet in den Encounter hier gelaufen. Hätte ich alle meine Sachen zur Verfügung gehabt, wäre das wahrscheinlich anders gelaufen. Und ich hätte noch schalten können, wo es hieß, hey, es geht Yankee. Wow. Der macht aber auch unfassbar dumme Dinge. Wie rauslaufen, wieder reinzulaufen und dann wegzufliegen. What the fuck? Mondstrahl. Achso, im Mondstrahl kann ich jetzt einfach so wirken. Mach ich doch das. Kann eh niemand mehr großartig retten. Und Lezelle ist seit drei Runden festgesetzt. Das ist ein bisschen problematisch. Sind wir ehrlich. Kalar ist dead. Ich bin auch dead. Ich habe schon zwei Todesrettungswürfe verkackt. Es fühlt sich gerade sehr zufällig an und nicht wirklich, dass ich viel meine Optionen machen kann. Oh, da ist der Mondschau schon nicht mehr. Ja, mein Hauptcharakter ist gestorben. Dann lade ich. Wenn der Hauptcharakter stirbt, ist für mich Ladezeit. Und vor allem sind noch zwei andere tot. Da sollten wir wohl eine lange Rast vorher machen. Ich glaube, eine kurze Rast habe ich nicht mehr.
Einfach viel zu wenig Zauberplätze. Und die haben aber auch eine unfassbar, also wenn du dort reinkommst, wo ich reinkomme, haben die eine unfassbar gute Position. Wie soll ich denn an die Typen oben rankommen? Soll ich mit Kalach direkt durchporten oder was? Also hier links und rechts oben haben die einen Höhenvorteil. Ja, ich habe keinen, deswegen müssen wir jetzt eine lange Rast machen. Stimmt, Misora gab's ja noch. Die vorbeischauen wollte. Wieso dürft ihr einfach direkt zaubern? Oh oh. Das ist nicht fair. Come, sisters. Be my testament. No tomb sit in Beator. No tomb sit in Beator. Holy hells. Stell mich bitte euren Freunden vor. Fina, Cirrus, Arbiters for the Hells, Exemplars of Justice. Höllische Gerechtigkeit. With Wills, and your memories flow into him. He sees his father's flight from Worm's Rock and hears Mizora's words to you. Shit. Where did Gortash send my father? How do I save him? Moment, wir wissen doch schon, wie wir. Ah, sie wollen einen neuen Pakt machen. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Das war irgendwie nicht das Ziel. Das ist dumm, Will. Stop it. Your contract, Will. Signed in blood. Forged in fire. Bound in bone. Dann sprecht ihn endlich, wir müssen keinen 6 Monate. No contract is ended without sacrifice. A cost must be paid. What? Will Ravenguard, a choice is before you. Option 1. I show you the way to your father. I guarantee him no harm except that from you and your allies. And you pledge your soul to me and the Archdevil Zariel in a pact eternal. Option 2. I break your pact and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand and Baldur's Gate loses. Its greatest champion. What? Sacrifice. Bloody Zariel. I won't let her take Will. Silence, Karlach. Mizora, you asshole. Choose. Kann sie wirklich ihn so beeinflussen, dass er den Erzherz, den Herzog tötet? Tut, was richtig ist, brecht den Pakt, ihr verdient eure Freiheit. Brecht den Pakt, ihr verdient eure Freiheit. You damned wretch. Father. Do it. Break the pact. Ich glaube nicht, dass sie ihn so beeinflussen kann. Fiat ita. Anima ad beator. Didn't think you had it in you. Seems my boy's all grown up. And don't go fussing about your father. You made your choice. You knew the terms. You know what? I think I'll stick around. What? Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. Alter, bist du nervig. Ich hasse dich dafür. Wo ist er denn jetzt? Never wanted the easy path. Wo ist denn der?
Jetzt ist sie halt wirklich hier, Alter. Geht's mir im Sack. So. Hallo, Will. Tut mir leid um deinen Papa. Gott. I spent 7 years choked by Mizora's leash. And I spent 7 years hoping to break free. I never knew freedom could taste so bittersweet. Ja. Sid ist auf euch gestellt. Ist es besser so? Was für eine fantastische Macht mit eurem Vater aus dem Weg? Könnt ihr euch den Weg nach oben bahnen und seinen Platz in? Ich dachte, ihr hättet den Pakt nie bereut. I didn't. I don't. My sacrifice kept Baldur's Gate safe from Tiamat's rage. But that doesn't mean that the leash never chafed. That I was content to lap up whatever nonsense Mizora fed me. The leash has been broken and my father left for dead. Tomorrow I celebrate my gain. But today... Das kann ich verstehen. A moment passes. In the stillness, you find a moat of tranquility. The Raven Guard name now lives solely with me. I will make it count for something. Das will ich hoffen. Oder wir fahren nicht tot, vielleicht gibt's einen Weg, ihn zu retten. I signed his life away before the Hell's Witnesses. It would be easier to drink the Styx down to the last drop than to alter his fate. I'd be a fool to wish otherwise. Ich würde es trotzdem versuchen. Was ist mit Schattenherz? Was geht bei dir los? Since we arrived in the city, I can't help but feel a little anxious. But I'm not sure I know why. Wir haben genügend Gründe, wirst du sein, die Larven, die Armee, die Absoluten. Wie kann ich helfen? I don't think it's what happens if we fail that concerns me. We'll be beyond our worries at that point. I think what bothers me is what happens if we succeed. I've never been able to write my own future. I wouldn't even know where to begin. Es muss kein großartiges Unterfangen sein, träumt einfach von dem, was euch gefallen würde. Fangt von vorne an, stellt euch den Tag vor, an dem wir die Absolute besiegt haben, was dann... Nö, das Erste. Aber von dem, was euch gefallen würde. Well, I want to save my parents, of course. Take them away. Far from Shah's influence. Someplace peaceful. Away from the city, perhaps. Und was ist mit mir? I was going to save the best until last. But to put your mind at ease, yes. Woohoo! I want to share everything that lies ahead of me with you. If you're willing, of course. Natürlich. Sounds like I have everything I need. Wir müssen nur noch gewinnen. Gegen drei Auserwählte. Ne, zwei Auserwählte sind es doch. Von bösen Mächten. Gut. Lange Rast. Das Auto aus, funktioniert zumindest inzwischen. Oh. What's wrong with you now? Warum hat er jetzt vor allen Dingen hier? Jetzt hat er hier Wein und alles? How did you? Oh. It's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his Netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. Das ist gar nicht so lange her, 3 Tage oder so. Orin and Gortash, fiercely. I suspected that when we took Ketherick's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An Elder Brain enslaved is one thing. An Elder Brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? Da hat man sehr viel den Mindflayer plötzlich. The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Den würde ich immer noch gern befreien, glaube ich, jetzt wo ich so drüber nachdenke. You may
as well sit a while. Aber die Gedjangi wollten glaube ich nicht befreien, oder? Your company die wollten ihn vernichten. Unwelcome. Ich dachte, so nah am Gehirn wäret ihr mehr auf der Hut. You are correct. I should be. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. Und wen denkt ihr denn? Duke Stelmane. Or Belin, as I knew her. I wasn't ready for her death. Mm. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Belin was different from my relationship with you. Wie das Feuer war. She was my business partner. Back when we ran the Knights of the Shield. Oh. A difficult task for a mind flayer. Duke Stillmane trusted me, and the city trusted her. I concede the plot, but Belin took center stage. Okay, shit. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield, through us. I could not have done any of it without her. Tatsächlich. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Okay, wie können wir den Schild wiederbeleben? Braucht ja eine Umarmung. Wüsste ich nicht, dass ihr ein Gedankenschneider seid, würde ich sagen, ist er traurig. Astute as ever. You think that Mindflayers are soulless husks who feel nothing. Belin thought the same at first. Hat er eigentlich Nasen? So zwischen den Augen? Feeling is so vital da? To the pursuit of anyone's goals. Even a Mindflayers. Like you, Mindflayers know fear. Like you. We crave recognition. But unlike you, unlike the others of my kind, I am no slave to either. My end is and always has been freedom. Belin understood this. Aber du frisst Gehirne. Became my freedom. Das finde ich mir schwierig für Freiheit. Ich weiß, versucht mich zu manipulieren, das funktioniert aber nicht. Ich weiß, was ihr seid. Es tut mir leid, dass ich gemein zu euch war. Das war aufschlussreich. I am glad you were able to learn something. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. Ich habe das Gefühl, der könnte noch ein Problem darstellen für uns insgesamt. Warum schlafe ich auf der falschen Seite? Das Kopfkissen ist auf der anderen Seite. Wer schläft denn verkehrt auf einem Bett? Welcher Psychopath? Ah, oh, fuck. Okay, wir wollen aber jetzt mit niemandem mehr reden extra. Das heißt, wir können Lager verlassen machen und jetzt nochmal speichern und den Kampf nochmal versuchen. Speichern, glaube ich, gerade automatisch, ne? I'd love to, thanks. Also ich weiß halt nicht, wie, ob ich die hier zerstören kann. Diese Portale. Darüber kommen offensichtlich ja neue Leute nach. Bin ich mir nicht so richtig sicher, ob das klappt. Ehrlicherweise. Wenn die da dran sind, einschüchtern und auftreten. Nützt mir gar nicht viel, einschüchtern und auftreten. Stimmt, ich konnte in der ersten Runde außerdem mich nicht mal bewegen. Das war das andere Problem. Ich meine, wir können eh mit Laser reingehen, weil die wird sowieso angesprochen. Objective noted. It seems your report was good. Here you are, the glue of... Tell me. What did it offer you in exchange for your servitude?
Was? Seit wann waren wir wieder? Wir wurden doch vorhin nicht angesprochen. Woher wisst ihr das alles? We have filled libraries with our... We tracked it from the moment the astral prism fell into its claws. And now that we have found it, we will reclaim the astral prism, purge it of the illithid interloper, and restore it to its rightful owner. Solltet wissen, dass der Imperator nicht der einzige Insass des Astralprismus ist. Wieso darf ich jetzt was sagen? Wo ich vorhin mit meinem Hauptcharakter reingelaufen bin, durfte ich nichts sagen, weil ich Lazelle dabei hatte. Jetzt habe ich Lazelle angeklickt, jetzt habe ich... Reden? Zählt er jetzt, als Lazelle ist nicht dabei? Wait. Hier passieren Dinge, die nicht... Kann das sein, dass Origin-Charaktere, die du aktiv hast, nicht als dabei zählen, weil du sie ja steuerst und für sie Entscheidungen treffen könntest und dann agieren sie nicht von alleine und triggern damit auch nicht ihre verbundenen Dialoge? Das wäre sehr weird für mich. Das wäre super weird für mich. Wenn ich, stimmt, ich kann ja sie nehmen. Let's go. It seems your report was good, Wawargaz. Glad you could join us, Lazelle. I'm told you carry an art. Tell me. Lazelle of Kalir. What reward, what honors, what stand Miss. Down. It is on our queen's sacred order that our, the undying queen cares not all jetzt redet Lizelle wieder. Sicher? The false ich hab's ja gespielt. Deswegen hat sie keinen Dialog getriggert, glaube ich. Also man sieht's ja hier. Jetzt hat Lizelle nämlich gesprochen und vorher hat sie meinen Hauptcharakter angesprochen. Würde ich dieses Artefakt freilich überlassen, aber das ist nicht möglich. Also das macht einen Unterschied, ob ich mit Lazelle reingehe oder nicht. Also muss das zählen, als du steuerst den Origin-Charakter, deswegen triggert der nix. In meiner Idee. Den würde ich gerne platt machen. Direkt als erstes, weil der Sinn. Genau. Was sehr weird ist, so du bist jetzt da oben, ne? Guten Tag. Kreuzfahrermantel? Nee. Erschütternder Hieb. Aber er ist dann nicht erschüttert. Ist natürlich doof. Rückenbrecher. Bonk. Ist auch nicht Rücken gebrochen. Na gut. Aber dann teilen wir erstmal hier was Gestalt des Schreckens. Was macht denn Gestalt des Schreckens? Okay, du portest hier ran. Was macht Gestalt des Schreckens? Ein tropischer Schutz Gestalt des Schreckens. Kann nicht verängstigt werden. Wann immer sie einen Gegner angreift, kann dieser Gegner einen Zug lang verängstigt werden. Oh shit. Hier war doch gerade noch ein Gegner, du bist da. Jetzt habe ich theoretisch meine Punkte. Ich könnte jetzt natürlich sie telekinesen einfach. 60%. Person beherrschen. 50%. Hat Immobil verängstigt? Ich bin schon wieder... Ach, dammit, Mann. Ich bin verängstigt. Ach, nö. Das ist doch beschissen. Nee. Und dann so alles andere komme ich nicht ran, also kann ich ihn nur... ich will aber eigentlich... Ich darf mich eh nicht bewegen. Kann nichts anderes machen.
So, und du machst jetzt mal hier wieder dein Heiligsachen. Und wir sollten das wahrscheinlich abcasten, irgendwie auf Stufe 4. Das ist eh kein Absetzangriff, ne? Trotzdem ist es, glaube ich, sinnvoll, das abzucasten für mehr Damage und mehr HP. Finde ich trotzdem weird, dass Origin-Charaktere, die ich aktiv habe, keine Origin-Dialoge auslösen, weil... Warum? Ah, das sind die. Die sind die Beschwörer quasi sind das. Okay. Die Beschwörer sind das. Die Frage ist, lass ich jetzt einfach gegen Lyselle kämpfen? Lyselle kommt nicht so weit, ne? Bin mir nicht ganz sicher, ob wir von hier mit einem Nebelschritt wir kommen nicht in Reichweite von irgendwas. Genug Bewegungsrate. Dammit. Und ich habe keinen Fernkampfangriff. Ich voll Idiot. Ich habe keinen Fernkampfangriff. Ich voll Idiot. Ja, verdreifache die Sprungreichweite an eine Kreatur, das ist mir genau gar nichts in dem Moment. Nee. So sorgst du mal dafür, dass hier nicht noch mehr Leute reinkommen. Tatendrang. Und so schon 99. So, da mal ein Portal geschlossen. Sehr schön. Unbeugsam. Ist doch gelähmt. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Crit. Nice. Und das Ding kann, glaube ich, nicht verängstigt werden. Lol. Lol, what? Oh, aua. Jetzt wird sie ganz schön verprügelt da oben, die arme Lyselle. Danke, die Verbindung. Wie geblieben? Ha, Gedanken, die Verbindung am Arsch. So, Erbe von Avernus. Brandmarken des Niederstrecken. Ja, nehme ich in Kauf. Ich will das gebrandmarkte Niederstrecken. Bats. Da hast du es erstmal nicht getriggert. Aua. Ich fühle mich ein bisschen verprügelt. Oh Gott, du hast doch eigentlich... Das ist ja unangenehm. Geh mal weg. Bitte. Please go away. Ich gehe irgendwo dahin. Ach, ich darf nicht, ne? Weil ich immobil bin. Doch, da dann darf ich. Okay. Das muss den platt machen. Ja. Massenwunden heilen. Lohnt sich das? Ich habe zwei Leute. In der Nähe. Dich und Verbündete in der Nähe heilt. Tödliche Intervention rufen. Nächste Notgottheit an. Sie wird nächste Mal auf diese Art. Auf diese Art. Was? Rufe in der höchsten Not deine Gottheit an. Sie wird nur ein einziges Mal auf diese Art eingreifen. Oh. Ja, gut.
Ja, dass Lisel, wie gesagt, so festgehalten wird, ist irgendwie nicht so mein Liebling gewesen. Du kannst immer noch dahin fliegen und die hauen. Batz. Das ist irgendwie nicht so angenehm. Ich muss das Sportblatt kriegen. Aua! Ach, come on. Dieses Rumgeporte ist ja ekelhaft. Wir werden das mal aktivieren müssen. Kann man das niederstrecken, Konzentration verloren. Großer Hieb. So, bedrohen wir ihn mal hier im Nahkampf. Hat er wieder irgendwie Verbindung zu allen aufgebaut, ne? Ja, I need healing, das ist Rumgeporte, ne? Dieses Rumgeporte. Bin übrigens voll Idiot, ich hab den Mondstrahl gemacht und dadurch habe ich den AOE nicht mehr. Trinken. Da irgendwo die super großen Getränk. Uff. Another step forward. Viel Erfolg, Son. Viel Erfolg. Ja, kann ich bis da hoch? Ich kann ihn bewegen, ne? Aber anscheinend nicht weit genug. Kann aber auf dich bewegen. Hallo. Nein, nicht Personen festhalten. Lass das. Lass den Quatsch. Wenn Lisel sich mal wieder befreien würde, wäre halt awesome. Aber irgendwie klappt das nicht. Gelähmt. Rettungswurf gescheitert. Attack! Nice. Krieg halt irgendwie die Leute nicht weg. Aua. Jetzt bin ich sogar noch liegend. Uch. Das ist ja richtig. Oh, du hast gerade 22 gefressen. Okay, wenn du weg bist, dann hauen wir den hier kaputt. Den Drecksmagier. Dann würde ich sagen, hauen wir dich einfach noch hinterher. Moment, ist das eine Bonusaktion jetzt? Nee. Magierbannöl, Trank der Geschwindigkeit, Öl der Verkleinerung. Können hier noch ein Büferngift drauf machen. Schöner Crit. Bats. Rettungswurf war gelungen. Hier geblieben. Kritischer Fehlschlag, das ist schön. Das hier fällt mir doch. Oh. Schutzgeistert ist. Dann gehen wir noch dahin und machen dich noch mit. Kettenblitz.
You picked the wrong fight, Frank. Nice. Ich hab mal einen da oben gegrillt. So, hier unten ist aber noch jemand. Das ist schwierig. Ja, hat sich befreit. Sehr schön, Lizelle ist wieder in Game. Guten Tag. Diesmal klappt's, glaube ich. Diesmal sieht's ganz gut aus, dass wir das schaffen alles. Aua! Hört doch auf, mich immer liegen zu machen. Und dann trefft ihr vor allem nicht mehr, ihr Vollidioten. Das ist doch echt schmu. Rücksichtsloser Angriff. Für das. Ups. Guten Tag, wir bedrohen dich mal eine Runde. Fernkämpfer, du. Lass mich mal mit dem Vampirgriff in Ruhe. Nein, Schutzgeist sind verloren gegangen. Die Concentration. Das ist ja Mist. Muss ich das wieder casten? Dann nehmen wir jetzt nekrotischen Schaden. Wie geblieben. Konzentration Vampirgriff. Das ist ja doppelt fies. So. Hier unten ist jetzt niemand mehr, ne? Was haben wir hier oben noch? Meine Passivwerte sind noch an. Kann ich den hier unten treffen? Ich tanze mal auf den Tisch rum. Batz. I am Fury. I am Death. Guten Tag, jetzt gibt's hier aber. Stoßangriff, Nahkampf. Nö, wir machen mal Entwaffnung. Zack. Und dann haben wir aber noch eine. Ha? Ja. Ja. So, sieht ganz gut aus. Hopp. Wir hauen sie. Also diesmal hat das Ding ordentlich Damage gemacht durch den Upcast, glaube ich. Ah ne, da ist ja noch eine. Oh shit. Völlig übersehen. Hätten wir da zu ihr springen können. Du musst eigentlich das Nachteil haben, wenn du im Nahkampf bedroht wirst, mein Freund. Hopp. Kalach geht jetzt Reihe rum. Ein nach dem nächsten. Fehlschlag, Kriegsmagie. Kritischer Fehlschlag, das finde ich gut. Und kriegt nochmal einen übergezogen, weil sie rauslaufen wird mit Schutzgeistern. Na gut. Nicht mehr gesammelt. Oh. Victory awaits. Wir hatten doch das Getjanki-Springen. Das kostet mich eine Aktion. Eine Aktion wäre natürlich blöd. Ich komme eh nicht bis hin. Nicht genügend Bewegungsrate. Make way. Du kommst hier nicht mehr weg. Schade. Da stehen zwei Nahkämpfer um dich rum. Willst du dich nicht um jemand anderen kümmern? Anscheinend nicht. Ops. Close ranks. Wir sind einfach Sprinter, ey. Nein, Vampirangriff. Göttlicher Schlaggift. So. Jetzt
jetzt mal ganz kurz. Ah, that put the wind back in my sails. Still breathing, despite everything. Nicht erreichbar. Ach so, weil ich jetzt hier runterhüpfen muss. Wir werden auf dem Tisch stehen. So, Loot, Loot. Das ist doch schon mal was für Lesel hier. Das können wir ans Lager schicken und das nehme ich mit. Da ist auch was für Lesel. Stiefel der psionischen Bewegung. Gittgeboren, geflügelte Stiefel. Wird ein Gedjanki fliegen, so bewirkt sein nächster Nahkampfangriff zusätzlich psychischen Schaden. Ist dann auch was für Lesel. Und das ist aber was fürs Lager. Another step forward. Diesmal haben wir es gut hingekriegt, also das macht dann doch einen krassen Unterschied. Wenn dir ein Rettungswurf gelingt, erleidet der Gegner in diesem Wurf 1-4 psychischen Schaden. Gegrillte Rohrrippchen, gegrillt, gegrillt. Das können wir alle ins Lager schicken. Das ist auch was für Lisel, ihre Schwertchen da. Nehmen wir das zum Lesen. Tut wie euch geheißen, haltet die Eindringende auf, holt zurück, was mir gehört, andernfalls werdet ihr schwer bestraft, auf Befehl der Königin. Kraknia Armschien, beschleunigt die Magierhand. Du kannst Magierhand als Bonusaktion wirken. Rettungswurf plus 1, Telekinese. Psionische Schutzrüstung. Wenn der Gegenstand. Was? Wenn der Gegenstand bemerkt, dass der Träger ein Gift ist, ist er gegen psychischen Schaden resistent. Aha. Rettungswurf gegen einen Zauber hält er 1-4 Trefferpunkte. Nice. Gedjanki Langschwert. Alles was für dich. So, was haben wir hier? Lagerort der Reservevorräte. Nur für Ritter, nicht weitergehen. Vergraben hinter dem Kontor. Fahrt nach Baldurston in der Nähe der Oststadt. Messinggewand. Anarchisch-blaues Gewand. Gestickte Kopfbedeckung. Anlager senden. Something good here, I hope. Schriftrolle. Lesen. Dieses Dokument ist euer offizieller Befehl, von den Rittern des Schildes in Tethir eine Mission von großer Bedeutung auszuführen. Der Erfolg dieser Mission hängt von euren Fähigkeiten ab, eure Pflicht mit höchster Präzision, Diskretion und Loyalität den Rittern des Schildes gegenüber auszuüben. Hauptziel ist es, Informationen über einen möglichen Aufstand am Hof von Königin Rindown in Darumar Tethir zu beschaffen. Dies soll dazu dienen, unsere Handelsbeziehungen in der Region zu beschützen. Hinweis, trefft euch nach eigenem Ermessen mit Mitgliedern des Ordens des Silbercase, seid euch aber gewahr, dass Treue nach auch vorgetäuscht sein kann. Okay. Hauptbuch der Schulden Tiefwassers. Da haben wir wieder was für Kalach, da haben wir wieder was ans Lager. Gedjanki-Armbrust, keine Ahnung, ob Kalach die Gedjanki-Armbrust nehmen kann. Das Hauptbuch mit Schulden aus Tiefwasser. Ein Buch, in dem Schulden hochrangiger Beamter in Tiefwasser festgehalten sind, mit einem handschriftlichen Kommentar versehen. Oben Gefallen einzulösen, oben beginnen, sortiert nach absteigender Bedeutsamkeit. Oha. Brauchen wir eine Fackel, ich sehe hier sonst nichts. So, Tormeister, Gedjanki Kurzschwert, schlichte Robe. Die Gedjanki sagen alle Lisel. Außer die Rüstungen, die sind zu schwer. Würde ich sagen. Dich jetzt ein bisschen verbrutzelt, wa? Du hast den Kettenblitz abgekriegt. Glaube ich. Das schicken wir ans Lager, das nehme ich an mich, das geben wir Lisel und das schicken wir auch ans Lager. Kalach. Lisel. Patriarchenkorrespondenz. An ehrenwerten Fürsten Eomain, ihr habt eure Bitte um die Unterstützung der Ritter des Schildes bei der Ausweitung des Fischölhandels empfangen. Der Schild wäre einer solchen Vereinbarung gegenüber nicht abgeneigt, doch das Risiko überwiegt den von euch vorgeschlagenen Anteil doch deutlich.
Ihr sagt, wir machen gerne Geschäfte mit euch, aber die Details müssen wir noch aushandeln. Freudig erwartet eine Antwort. Meister Yoru Nachtschatten. Verzeichnis der Operation in Niewinter. Das ist irgendeine Anspielung, glaube ich, für Baldur's Gate 2, oder? Das Einzelheit sämtliche Sabotageaktionen in Niewinter und den Decknamen der beteiligten Agenten des Schildes. Okay. Nachrichten aller Ritter des Schildes, Anweisungen zur neuesten Informationen zur Abregelung der Stadt sowie zu alternativen Schmuggelrouten in die Oberstadt nach dem Lesen von Nichten. Dessen Nachricht wurde offenbar abgerissen. Investitionsmöglichkeiten. Werft von Elmrain verkaufen, Vieh aus Kelta kaufen, Kalimhofen verkaufen, Forst lieber Abstand halten, Meeresfrüchte aus Elmon kaufen und Trashpool verkaufen. Aha, 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 aha. So, wir hatten jetzt ein Update. Untersucht die Morde, ja. Rovers Lagerhaus, die Ratten sind tot, wir sollten mit Koch Rover sprechen, rette den Großherzog, Will hat seinen Pakt mit dem Zauber gebrochen, obwohl sie anderen helfen könnte, Großherzog Rivern wird aufzuspüren. Der Herzog ist anscheinend so gut wie tot, aber vielleicht finden wir noch einen Weg, ihn zu retten. Der aktuelle Gedanke ist nun erledigt, können wir das Versteck weiter erkunden und vielleicht sogar noch ein paar nützliche Dinge beschlagnahmen. Okay, das heißt, hier gibt's noch irgendwas? Ist auf jeden Fall noch Katzen. That might be worth a look. That's curious. Ah, das meine ich. War doch klar, dass hier irgendwo noch ein Eingang ist. My old home. Thank you for bringing me back. Look around. You'll find some of my things still intact. Perhaps even useful to you. Einzigartige Hülle. That's curious. Keepsake from my final voyage, pinched in a moment of sentimentality. Ooh, zerebrale Zitadellenrüstung, immun gegen Verängstigung. Du kannst nicht verängstigt werden. Wenn der Träger mit einem Gedankenschilderlauf infiziert ist, erhält er +1 auf Intelligenzweise und Charisma-Rettungswürfe. Nachteil bei Heimlichkeitswürfen. Schwere Rüstung. Bezauberer oder verängstige eine Kreatur, um einen Bonus von +1 C4 auf Angriffswürfe und Rettungswürfe zu erhalten. Oh. Ist das was für Schattenherz? Nehmen wir mal mit. Bücherregal. Notiz an Theorie von Gedankenschindern. Burschengewohner kennen Gedankenschinder, müssen die Gehirne von Humanoiden verzehren, um im Leben zu bleiben. Es heißt, der Akt des Verzehrs eines humanoiden Gehirns ruft einen Zustand der Euphorie hervor und trägt zu der dünnen Schleimschicht bei, die die Haut eines Gedankenschinders überzieht. Manche Forscher behaupten gar, dass sich anhand der Viskosität dieses Schleims feststellt, wie lange der Verzerrung des Gedankenschinders her ist und sogar wie es um die Gesundheitszustand des Opfers bestellt war. Das Gehirn von Gedankenschindern ist kaum etwas bekannt. Manche sind überzeugt, dass ihre Schädel mit Eiern gefüllt seien, die später zu Larven werden, mit denen sie ihre Opfer knechten. Andere glauben, das Gehirn sei tatsächlich eine Bündel reiner Zerebralnerven. Der Gedankenschinder sich durch das Verpflanzen von Larven in Menschen fortpflanzen und Geschlecht sei bei ihnen im Grunde nicht überflüssig, aber das konnte ich aufgrund fehlender schriftlicher Berichte nicht verifizieren. Oh. Feder brauche ich nicht. Brudergabe Stelmans Porträt. Schwert des Imperators ist hier noch. Langschwert vielseitig, das ist dann eher was für Lizelle oder... oder Dingsbums hier. Schattenherz. Also Lizelle hier mitzunehmen hat irgendwie eher Nachteile gebracht. Ein alter Container für
stand. Ketten? Ketten gibt's auch noch, ja. The chains I use to bind my means. Villains and lawbreakers. You see, I try to exercise morality. Finde ich jetzt nicht so. A recipe for Fiddlehead soup. Trichterfarnsuppe. When I had meals like that. Eissturm. Jetzt noch weiter. Geht's noch weiter? Yo, what? Wie weit geht denn das hier noch? Frag für einen Freund. Okay, hier ist alles ziemlich hin. Moment, was ist denn das für eine Luke hier? Sprich mich, Loronaka, sprich mich, errötete Nixer. Aber nichts drin, großartig. Auf der anderen Seite gibt es auch noch eine Tür? Nee. Auf der anderen Seite war keine Tür. Hätte also irgendwie von hinten reinkommen können, oder was? Bin ich durch das Offensichtliche. Unterstadtkanalisation. Patientenprotokoll, Herzogin Bell. No, you can't be here. It's not safe. She has my scent. Run. Do not stop until was you feel du some hier? Fresh air. What the fuck, Halsin? Orin. Orin the Red. She tormented me with blades and hot irons. I resisted. But then she forced me to drink a foul brew. The rabid, cursed blood of all manner of beasts. Oh, Halsin. I lost control. I felt the bear take over. Oh, scheiße. Blood crazed. And she forced me into a cage. Along with children taken from the streets. I was powerless to stop myself. Their screams. Oh, scheiße. It's all I can hear. I do not deserve to see the sun again. Ja, aber ich hab nicht gemerkt, dass Halsin weg war. She's too strong. You have to turn around. Go. Let me buy you some time. She's coming for you. Hallo, Sono. Ihr kommt mit mir. Wenn ich allein sein, wir treten ihr gemeinsam entgegen. Ich lasse euch nicht zurück, ihr kommt mit mir. Fool. Rabid beasts must not be coddled. They must be put down. Warum ist er jetzt plötzlich so sauer? Uh-oh. Oh. Look at it. Crawling and sniffing and rooting around in the filth. Es war aber nur eine Enttäuschung. Is it my netherstone you seek, little piggy? Hush, hush. Orin will take care of you. And your little pet. Gortrush hat mich gewarnt, dass ihr was versuchen würdet. Da werdet ihr Büßenmonster. Was hat denn mit Halsin? Das war doch eh nur ein... Ja, Just a Prank Bro, glaube ich nämlich auch. Sie ist doch eine Täuscherin, also sie ist doch... Boah, welcher Gott ist das jetzt, der alle täuschen, sich verwandeln kann? Also das ist doch genau... Sie ist doch die Auserwählte davon. Sie hat mit ihm überhaupt nichts gemacht. Aber, also 1 und 2 ergibt für mich deswegen keinen Sinn. Gortash hat mich vor euch gewarnt, dass ihr sowas versuchen würdet. Gortash, the little lord of darkness. I know him well. Yes, yes, and he knows me. Knows how my blades sculpt and carve this city.
peel a fine pelt from the mutt I caught sniffing at your heels. Drag skin from flesh, from bone. I will not slice. His kind die too easily. The murder lord demands a better offering. Stimmt, nee, sie ist ein, ja, des Mordes. Sticky, sweet and delicious. Ja, aber die wird ja wohl jetzt hoffentlich nicht mich direkt angreifen alleine, oder? Das ist kein Gott, den ihr da hört. Das ist eure eigene kranke Fantasie. Das will jeder. Ich fürchte immer so warten, bis er dran ist. Ah, ich bin so, werd so gerne hochnäsig. Ah doch, ich bin jetzt hochnäsig. Komm, das will jeder. Ich fürchte immer so warten, bis er dran ist. The murder lord does not need permission to kill. You are dull. A blunt blade unfit to flay. But you could be sharpened. Thin and jagged. Yes, I will tell you what to do. Wer soll dieses Gegner ausspielen? Genug für diese Rätsel, sprich deutlich. Ich bin schon geschliffen genug. Achso, wie du spürst, da greife ich instant an. Genug für diese scheiß Rätsel, sprich deutlich. You prefer my whispers in the tyrant's tongue? You've heard Gortash's whispers. I see how your skull swarms with his promises. Na, eigentlich nicht. He whinges and wails over the crown of Karsus, wanting to command it without me. Oh, how I long to slit his poxy smile from ear to ear. But I can't touch him. He bound my blade when we first conspired. Gortash didn't want me at first. Didn't trust me. Got me to wag my tongue, swear an oath, never to hang him from the hooks. Drip drain him into father's open jaws. You must kill the tyrant. Take the netherstone from his corpse and bring it to my temple. Jetzt sind wir beide eine Option, mit ihnen jeweils zusammen zu herrschen. Slice and shred each other. The survivor claims the stones. Das ist offen. What's left of the other is bars. Agree, and I will bring my assassins to heel. They watch you always, longing to spray the crimson from your veins. Sie weiß zumindest, dass ich nicht mit dir zusammen herrschen würde. And you'll learn what happens to those who defy Baal's doctrine. So will your friend. Orin demands a fight to the death. The prize for the victor, the Netherstones. And the chance to control the crown alone. Accept, and you must kill Gortash. Refuse, and your companion's life may be forfeit, as might your own. Orin's assassins will hunt you like prey for slaughter. Also ich sag mal so. Gortash hat uns ja angeboten, dass wir ihren Netherstone holen sollen, um mit ihm zusammen Baldurs Tor zu beherrschen. Was aus meiner Sicht halt einfach dumm ist, weil ich will nicht mit ihm zusammen herrschen. Ich bin ja eigentlich auf dem Quest, dieses mit dem ganzen Absoluten zu verhindern. So. Sie ist zumindest so smart zu sagen, ja okay, du kannst den Netherstone haben, aber du wirst ja eh nicht mit mir zusammen herrschen wollen, also, wobei sie halt doch, ihr Gott, ne, Gott des Mordes, wir kämpfen sowieso gegeneinander dann. Und dann muss ich halt so oder so gewinnen. Ich muss sie in allen Varianten irgendwann besiegen, außer ich klaue irgendwie den Nesselstein. Jetzt haben wir die Option, moralisch integer zu bleiben und zu sagen, yo, okay, nee, wir machen mit dir nichts zusammen. Kann warten, ich komme. Euch komme ich zuerst, Hohenmonster. So sei es, ich werde Gotthard töten, Halsin lebt, dann kämpfen wir um den letzten Netherstein. Ich glaube, es ist dann ein One-on-One, ne? Das ist halt dann kein Party versus Sea, sondern es ist dann One-on-One. Wird, glaube ich, schwer, der Fight. Vor allem mit meinen begrenzten Ressourcen als Hexenmeister. Fallt euren Verbündeten also in den Rücken oder fordert vielmehr mich dazu auf? Allies?
no. We had a balance. The chosen three. But it tumbled when you turned the Bone Lord to ash. Now, Gortash tries to gouge me from the city. That festering inadequate thinks me a flesher, butchering and cleaving only to whip the herd towards his tin men's oppression. You must kill him. Gore him like a pig prepped for the spit. Only then will you be sweet and sharp, ready for the Murder Lord's purpose. Klingt, als könntet ihr Gortash nicht ohne mich besiegen. Ihr braucht mich. Ich werde Gortash mit Freuden töten, dann komme ich zu euch. Ihr braucht mich, ja. Dies schwöre ich, ihr seid die nächste Leiche zu meinen Füßen. Nicht Gortash. Ich töte Gortash, dann kämpfen wir mit dem letzten Stein. Ihr braucht mich. Du kannst nämlich gegen ihn nicht kämpfen, wegen dem... Meaningless flesh and bone. I do. Aber Halsin ist wahrscheinlich wirklich weg, oder? Den habe ich, glaube ich, nicht mehr gesehen. I offer. Ball's age approaches, and you could be there to see it. An idol of flesh. Werden die dann made to welcome his bleeding. Der Auserwählte des Mördergottes, wenn wir sie besiegen, oder was? There is time for you yet. Time to save. Do not underestimate his steel watch. Seek their cradle. Ich habe nicht zugestimmt. And skewer their skull meat. Make them rust and blood. Then you can gore the lordling. Okay, ja, das ist ihnen das gegeben. Wir müssen jetzt die Stahlwache ausschalten, wie ich vermutet. But listen, listen close, bone killer. Step in my domain while the tyrant still sucks air, and I will carve your failure into your pretty plaything's skull. Bring me his stone, and I will set the bait free. Only then can you and I make exquisite butchery. Okay, ich habe wohl jetzt zugestimmt. Zu dem slaughter. Kampf auf Leben und Tod. That is Baal's offer. He will not make another. Gegenstand halt Rucksack. Lohnensteuer. Ich hab wohl den Rucksack von Dinges bekommen. I guess. Wie er so ausschaut. Ich hab wohl den Rucksack von Dinges bekommen. Nein. Leuchtfeuerring. Damit sie mir beweisen kann, dass sie wirklich mich hat oder ihn hat oder wird. Das ist ja doof. Das heißt, wir haben Halsin gerade nicht. Ich wollte eigentlich das hier lesen. Herzog Bellman, Patientenprotokoll. Schreibt die Pflege der Herzogin während ihrer langen Krankheit. Die jüngsten Einträge beschreiben eine Verschlechterung des Zustands und gleiche Rückfall. Herzogin ohne Appetit, ohne Bewusstsein, ohne Interesse an irgendetwas. Aktuell lediglich nach Besuch, was vielleicht Auslöser des momentanen Zustands ist. Herzogin empfing privaten Besuch. Jeden 10 Tag Besuch, immer in Mantel und Kapuze, immer nur zur Herzogin geführt und ihr allein gelassen, nicht aufzutreiben. Merkwürdigerweise erinnert niemand sich an Geschlecht oder Statur. Könnte ebenso gut ein Halbbürger wie ein Halbling sein. Hoffe auf Rückkehr des Besuchs. Schien Verstand und Körper der Herzogin äußerst gut zu tun. Okay, wir dürfen anscheinend nicht hier rein. Da verstehe ich das richtig, weil das ist ihr Bereich. Hast du das richtig verstanden? Sprich mit Lodder kam und untersucht die errötende Nixe. Rette Vanra.
Wir sollten mal nicht weitergehen wollen. Schriftrolle Gedanken wahrnehmen. Always room for more? Weil hier sind wir ihr begegnet, jetzt der Tante. Dann würde ich mich hier jetzt mal zurückhalten. Ich muss es eigentlich nicht provozieren, dass sie mir jetzt auf den Sack geht. Das sind noch Reisetruhen. Hallo. Das gönne ich mir doch. Yes. Oh. Yes. Eine Spieluhr. Die ist nicht erreichbar. She thinks she can take my druid and live to tell the tale. Dream on, shapeshifter. Karlak's coming for you. Ich wollte eigentlich das hier runterholen. Karlak, ich brauche deine Hilfe. Well, Big girl. Well. Kann ich nicht bewegen? Okay. Let's get going. Teleportation. Von dem hier hin. Ist es jetzt kaputt gegangen? Anscheinend nicht. So, wir gehen zurück. Vorgestoßen geht Yankee, haben wir gekillt. Hatte gehofft, dass mit der Yankee irgendwie mehr passiert, wenn ich unsere Lesel mitnehme. Aber das ist irgendwie nicht passiert. Oh, lol. Würde ich übersehen, dass hier so hübsche Sachen drin sind. Ein Schild. Ein paar Edelsteinringe. Let's go. So, du bist jetzt eigentlich durch mit dem Spiel? Vernichteten Leichen. So, meine Kätzchen. Wir haben... müssen hier wieder mit Tieren reden, wirken. Wo haben wir das denn da? Back again. We're trying to relax here. Hey, wir haben eure Ratten getötet. When they're dead, they are... Okay. Ich dachte, ihr kriegt was dafür. Wir haben eure Ratten getötet. Yeah, the sir. Okay, ich hab mit dir. You kill the rats, yes? I heard commotion in the cellar. Good. Perfect. Here, you take this. And do not worry. Seit gestern Nacht, nice. Chef Revere's eyes will be kept most peeled for murderous knaves. Warum steht der auf der Liste? Nice. 340 Gold. Gönne ich mir doch. So, sonst haben wir hiermit angeredet, oder? Hier hinten eine Tür, wo wir nicht drin waren. Hab ich aber rein? Wieder über die Vorratskammer. Da gehen wir wieder raus. Okay. Das, Moment, warum ist eigentlich unter der Küche ein alter Außenposten? The fuck? The fuck? Ich würde sagen, wir speichern jetzt mal. Und verabschiede ich mich damit nämlich von YouTube. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr mir bis hierhin zugeschaut habt. Ich wünsche euch was. Und danke, dass ihr dabei wart.